weil man die Wahrheit über die sagen möchte, finde ich ja absolut krass. Also wer das Video nicht kennt, wie gesagt, auch in der Videobeschreibung, ja, alles voller Links, naja. Aber guckt euch an, das Video von Mimi ist verdammt wichtig und um auch zu wissen, worüber jetzt unsere Diskussion anfängt, muss man das Video gesehen haben auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ist, heftig. Also prinzipiell haben diese genannten Leute halt Mimi verfolgt auf der Gangtour, bis es so weit ging, dass sie Mimi zwischen die Zuschauer fliehen musste. Das sieht man auch in dem Video. Die haben ihn dann wohl die Ligia-Kamera abgenommen, wo die Aufnahmen drauf waren von dem Gespräch, was Mimi mit Leon Mascher oder mit ApoRed? Mimi wollte mit der Ligia, also wirklich offen gefilmt, wollte ja zu Leon und hat ihn gesagt, warum belügst du deine Zuschauer? Und er hat sofort sein Handy rausgeholt von wegen, Mimi prank mich, um leicht sich da rausreden zu können, ja, damit die Zuschauer auf die Idee kommen, der könnte ja lügen. Weil die scheinen ja alle so dumm zu sein, das zu glauben. Tut mir leid, aber ist doch so. Also der ihn noch geil findet, der ist doch nicht mehr ganz bei Sinn. Das ist so, ja. Und es ging halt so weit, dass praktisch Mimi verfolgt wurde, wie schon gesagt. Simon Desiu hat die Kamera durchforstet, sämtliche Dateien gelöscht. Inklusive haben sie diese SD-Karte rausgenommen aus der Kamera. Und zerstört. Ja. Es kann eine 64 GB oder eine 32 GB Karte gewesen, kann aber auch eine 256er gewesen sein. Völlig wurscht. Geld ist Geld. Geld ist Geld. Es war nochmal Geld, was da geflossen ist. Ja. Beziehungsweise was zerstört wurde. Das in Anbetracht ist in erster Linie natürlich Sachschaden. Ja. Also Körperverletzung, die sind ihm hinterhergerannt und haben ihn festgehalten. Er musste allein der Fakt, dass er wegrennen musste. Weil die angeblich dann ihn schlagen wollten. Die haben ja auch gesagt zu ihm, als sie die meinten ja auch, wir ziehen dich jetzt aus, bis wir die Karte und die Kamera gefunden haben, meinetwegen. Und einfach dieser Fakt, dass denn Simon gesagt hat, wir wären keine Zuschauer hier gewesen, wären wir nicht zusammen gewesen. Was ja heißt, wenn keine Zeugen da gewesen, hätten sie ihn geschlagen. Ja. Wie krank ist das bitte? Vor allen Dingen, das ist nur noch geschäftlich alles. 5-1. Jo. 5-1, wie lächerlich das ist. Ja, haben jetzt unsere Brüder. Und ganz am Ende kam noch Leon raus und macht dann die Fotosession. Wie armselig richtig ist das? Leon schickt seine Leute vor. Genau, 4 Leute sind auf Mimi zugegangen, haben ihn, wie gesagt, die Kamera abgenommen etc. Und Leon Mascher war echt der Meinung, sich zu den Zuschauern hinzugesehen, in meinen Augen die Zuschauer abzulenken und Fotos zu machen, sodass sie gar nichts erst sehen. Ja. Das war so mein Empfinden. Ja. Und das finde ich echt unter aller Sau. Das ist absolut krank und man könnte theoretisch, es kam ja ganz viele Videos auch von wegen, die das belegt haben, dass das wahr ist, was er erzählt richtig hat. Und es kamen auch Videos, die dagegen was gesagt haben, wie zum Beispiel Sascha. War ich super enttäuscht. Jeder kennt Sascha von den Außenseitern. Ja, ja. Da kam ein Video dazu, wo er gesagt hat, Mimi, was du gemacht hast, war unter aller Sau und totale Scheiße und wir sind ja alle nur Menschen und was weiß ich, das war ein privater Raum, den sie nicht filmen dürfen. Angeblich hat er ja undercover gefilmt. Also wenn ich mit der Kamera so rumlaufe, dann filme ich auch undercover. Was für ein abgrundtiefer Schwachsinn erlabert und darunter, unter diesem Sascha-Video, wo er das bemängelt hat, hat sogar noch Julian Bam runtergeschrieben, weil er auch dabei war, dass er mega enttäuscht von Sascha ist, was ich da cool fand und er auch gleich runterschrieb, wie kannst du so blind vor der Wahrheit sein? Und ich bin der Meinung, man könnte alle diese ganzen Videos über diesen Vorfall von YouTube zusammenschneiden und daraus eine Soap machen, ohne Witz. Ja. Im Nachhinein war es ja auch noch so, als sie dann... Berlin Tag und Nacht? Ja, wirklich. Als diese 4 YouTube Tag und Nacht. YouTuber praktisch dann Mimi reinbegleitet haben, ja, wollte Mimi und Leon Mascher oder Brett, ich weiß sie halt echt nicht, ne? Die wollten sich nochmal wie vorher schon miteinander hinsetzen in Ruhe und es bereden. Das heißt, dass Leon immer abgeblockt hat. Und auf einmal wollte er doch mit ihm reden, aber nur mit ApoRed als Zeugen. Richtig. Und Mimi sollte sämtliche alles ausziehen. Er sollte Monatskarte, Handy, richtig, damit er nichts aufnehmen kann. Er war so paranoid, der Typ. Er sollte das Portemonnaie auf dem Tisch liegen, das Handy, die Legere sowieso ohne SD-Karte, die dann sowieso logischerweise nichts aufnehmen kann. Ja, wahrscheinlich. Er sollte die Monatskarte rauspacken, er sollte alles rauspacken, was er in seinen verfickten Taschen hat. Ich habe in der Monatskarte auch immer eine Kamera drin. Ja. Ja. Jeder kennt man, ne? Wer kennt's nicht? Und dann mit ApoRed als Zeugen wollte er praktisch ein Gespräch führen. Und er wollte ja noch John Kim als Zeugen haben, weil er meinte, nee, auf keinen Fall und so, weil er eine ausstehende Person ist. Nur sein kleiner Bruder und Busenkumpel ApoRed durfte dabei sein, weil die natürlich eingeweiht sind, ist ja klar. Ja. Ist doch klar, dass John Kim da nicht bei sein soll. Sag mal, willst du das nicht irgendwie mal ausstellen? Ich finde die Move immer sexy zwischendurch. Wir können ja mal über Tanzhose sprechen.
Na, jetzt ehrlich, um für Mimi zum Schluss zu kommen. Mimi, wir sind auf deiner Seite auf jeden Fall. Du machst alles richtig. Er ist doch so, er ist ein echt cooler Typ. Berliner, was will. Ja, erster Grund zum cool sein. Ich bin und Berliner. Ja, ist da so. Tanzverbot ist zwar auch Berliner, aber es spielt keine Rolle. Das ist halt heftig. Und ich würde mir auch wünschen, dass jeder, der sich das Video von Mimi mal anguckt und auch ihn in seinen Kommentaren einfach mal unterstützt. Und vor allem, was doch ganz wichtig ist, bevor wir Tanzverbot anfangen, er hat auch darüber erzählt, dass andere, auch Freunde von ihm, keine Ahnung, oder eine Freundin, auch von YouTubern angegraben wurde, angemacht wurde, von besagten YouTubern. Wer war es wohl? Natürlich hat Leon Marstein Apo Red. Also auf einer Game-Party, Aftershow-Party, keine Ahnung, wurden die angegraben. Und es ist oft passiert wohl, aber die wenigsten machen darüber ein Statement-Video und sagen, dass das wirklich passiert ist. Und deswegen auch nochmal an euch Leute, wenn euch irgendwas was passieren sollte, keine Ahnung, wer auch immer dieses Video sieht, und ihr habt mal schlechte Erfahrungen mit YouTubern, stellt es online, weil es muss gesehen werden, weil sonst hat es kein Ende. Richtig, genau. Sonst kann YouTube nicht mehr geil werden, das ist einfach so. Und die Typen kommen so weiter damit durch. Sowas muss an die Öffentlichkeit geraten und YouTube ist nun mal mittlerweile leider sehr beliebt. Wie gesagt, jetzt wollen wir langsam mal sicher zu Tanzverbot kommen. Unser Lieblings-YouTuber. Der bei mir um die Ecke wohnt. Bombe Sache, muss ich mir mal schon vorstellen. Schon traurig. So, Tanzverbot, ja, was kann man dazu sagen? Tanzverbot da kannst ist du einfach, einiges erzählen. Was heißt einiges? Tanzverbot ist eine Sache für sich. Er ist dumm. Das denken halt viele. Viele denken, er ist einfach ein dummer, fetter Junge, der nichts in seinem Leben gerissen hat. Der jeden Tag bei Call of Duty bestellt. Also, ja, der jeden Tag bei Call of Pizza bestellt. Na gut, man muss dazu sagen, er sieht so aus. Also. Aber er ist auch clever, sowas zu machen. Ja, er ist einfach, intelligent ist halt hochgegriffen, aber er ist halt nicht dumm. Ne? Sein Konzept ist nicht blöd. Sein Konzept ist wirklich nicht blöd. Er bringt halt einfach Dünnschiss. Also den Content ist eigentlich der reinste Dünnschiss. Will irgendein Beef mit irgendeinem YouTuber anfangen. Und die YouTuber, bestes Beispiel, Montana Black, antworten so ja drauf. Schwanzverbot. War geil, tut mir leid. Oder noch besser mit unsympathisch. Unsympathisch hat dann auch, sag mal, kein Statement-Video dazu gebracht, aber er hat ein Video gebracht, wo Tanzverbot erscheint. Vorkommt. Ja. Und damit Abos und Klicks zu regenerieren, ist eigentlich eine Goldgrube. Er macht einfach auch scheiße Gold. Ist doch clever, die anderen Namen der YouTuber reinzuschreiben, damit bei der Suche er gefunden wird, deswegen geklickt wird. Man sieht, der Typ ist dumm, ich hate ihn mal, hate ihn weiter und dann hat er schon Zuschauer gewonnen. Aber es gibt auch Menschen, beispielsweise wie ich, ich hate ihn nicht, aber ich finde auch nicht, dass er ein super klasse YouTuber ist. Ich mache mir halt einfach über ihn lustig und feier seine Videos auch nicht so, aber ich gucke mir halt einfach seine Videos an. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber so. Die Zuschauer von Tanzverbot sind in meinen Augen genauso behindert im Kopf wie er. Ja komm. Gut, kann man sehen, wie man möchte, aber es gibt Menschen, es gibt YouTuber, also besser halt, es gibt Menschen, die YouTuber schauen, die feiern ihn einfach als... Ja, Mensch, will ich jetzt auch nicht sagen. Die feiern einfach über den Content, den er bringt. Also, was er für ein Dünnschiss bringt, das ist ja... Nein. Das ist ein Knaller, oder? Okay, ich habe den Typ schon dreimal gesehen mit Toni. Schon dreimal haben wir ihn gesehen. Und es ist ja so, der ist sogar bei mir auf Arbeit. Unser Buchhalter, der redet auch über den. Da hat Nico schon mit Tanzverbot gesprochen, ärgert mich damit immer. An sich, ich finde es viel krasser, dass der Content aufgeht. Ja, es geht einfach auf. Er war am Anfang, ich habe ihn schon gesehen, da hat er gerade mal 1000 Abonnenten gehabt. Wie viel hat er jetzt? Keine Ahnung, 200.000 oder was? Keine Ahnung. Das Schlimme ist ja in dem Sinne, er hatet ja alle bekannten YouTuber. Das ist ja jetzt nichts Neues. Das ist kein Geheimnis, ja. Und bei Katja Krasavic zum Beispiel, bei der YouTube-Nutte, ist es ja nun mal so, dass sie sich sehr freizügig auf YouTube zeigt. Die YouTube-Nutte. Ja. Wo halt, das musst du mal im Kopf zergehen lassen. YouTube besteht grundsätzlich hauptsächlich aus jungen Erwachsenen, Kindern und halt welche in unserem Alter. Und die sitzen dann vom PC und machen ihn auf den ganzen Tag, weil sie wissen, die kriege ich sowieso nicht ab. Das Problem ist, es können einfach mal 10, 11-Jährige sehen. Richtig, das auch. Und machen sich damit schon ein Bild und denken, oh, wie geil ist die denn, so will ich auch werden. Die hat jetzt übrigens ihre Handynummer verlost, ja, und Nacktbilder von ihr. Wir haben noch. Hallo Mara. Du kannst sie jetzt auch treffen. Hi. Du kannst sie jetzt auch treffen. Wir haben noch eine Assistentin im Hintergrund, die hört dir gerade. Man kann die treffen auf www.katjakrasavic-hautnah.de.
Da kann man musst du dann wahrscheinlich auch so wie bei Pornhub zahlen, dass du da reinkommst? Weiß ich nicht. Da kann man sich, da kann man sich anmelden und da kann man, da muss man dann so Herzen verdienen und dann kann man die wirklich live treffen, Nacktbilder von mir bekommen und Handynummer bekommen und sowas alles. Was ich mich da echt frage. Ist das überhaupt wahr? Sonst würden die Fotos, die man bekommen hat, auch schon längst veröffentlicht wurden. Richtig, ja. Natürlich. Das kann ich mir eigentlich. Vielleicht ist es auch wieder ein Konzept, was aufgeht, von wegen, dass sie noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und ich bin ja so krass, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es wirklich so ist. Weil sonst hätte irgendjemand, der schon Nacktbilder bekommen hätte, keine Ahnung, das wäre schon hätte ich schon längst öffentlich gesagt, guck mal hier, ist wirklich so. Aber da kam noch nichts. Ich habe zumindest noch nichts, irgendwas Auffälliges gesehen. Ja, gut, es gibt ja natürlich ein bekanntes Snapchat-Video / Foto. Soll ich sagen, dass du das hast, oder... Alter, ich weiß nicht mal, worum es gerade geht, ja? Was? Es gibt ein Video / Foto, wo sie vorm Spiegel sitzt und eine Juno-Ankündigung macht, dass sie praktisch gleich, ja. So? Ja. Was? Nackt. So. Ich hab komplett auch nackt übrigens. Oder komplett hat nackt. Sie noch, Nein, komplett nackt. Komplett nackt? Ja. Warum hast du das und ich nicht? Boah. Also nicht, dass ich... Jetzt muss ich aber cutten. Also. Entschuldigung für den Schnitt eben, wir mussten ein paar Dinge rausnehmen, aber es geht direkt weiter. Ja. Generell ist es natürlich so, die beiden verbindet eins, sie machen mit irgendeiner Scheiße viel, viel Geld und viel, viel Abos. Vor allem auch viel Clickbait. Viel Clickbait. Ja. Und das ist auch mal, auch mal ein Riesenthema. Und haben große Möpse. Ja, beide. Ja, das verbindet sie, verstehst ja, du? Ja, also so beide auf jeden Fall. Aber, aber bei Tanzverbot sind die wenigsten. Was ich sagen wollte, Tanzverbot macht es in dem Sinne, dass er alle bekannten YouTuber hatet, wird, wie gesagt, dadurch bekannt. Bei Katja Krasavitsch ist es so, sie zeigt sich freizügig auf YouTube. Sie macht Überschriften von wegen Touch My Body Challenge oder mein erster Porno, was weiß ich. Und dann in einem Video passiert was ganz anderes. Ja. Was, wo sie einfach nur da steht und irgendwas sagt, wo ich denke, und trotzdem ist die Like-Rate relativ hoch. Ich sag's mal jetzt nicht wirklich hoch, da gibt es natürlich bessere Quoten, aber trotzdem, es wird geklickt ohne Ende. Lest euch schon mal die ganzen Kommentare durch. Ich sag jetzt nicht, aber ihr könnt euch denken, was da steht, was die ganzen Typen da schreiben. Und das sehen wirklich Leute, die in der Grundschule sind. Dazu muss ich jetzt nochmal kommen. Dort hat sie ja selbst zugegeben, dass 90% der Männer sich drauf ein. Bitte. Auf ihre Videos. Guckst du denn mich an? Kann ich kurz was einwerfen? Ich folge auf YouTube einer Minimalistin. Der Kanal heißt Hannah und Osmo. Die Frau ist. Ja, jetzt nicht typisch YouTuber, sie ist halt minimalistisch und sie hat auch ein Video über Tanzverbot gedreht, wo sie auch erzählt. Ist das ihre Freundin, seine Freundin? Nein, sie kann ihn auch definitiv nicht leiden. Die zieht mit ihrem Sohn gerade um die Welt, macht ein bisschen Reisen und so und die lebt halt minimalistisch. Ist auch so für Freikörperkultur und so, naja, so typisch, so nicht hippie, aber... Du brauchst natürlich nur einen guten Körper und du wirst geklickt einfach und machst Geld damit. Sie hat aber keinen guten Körper. Also doch, also entschuldige bitte, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja? Sie hat jetzt nicht einen Körper, wo jeder Junge draufklicken würde. Kennst du die? Ich kenne die nicht. Sie ist auch bestimmt schon 30, 40, Mitte 40. Ist das eine Lifestyle-YouTuberin oder was? Ja, sie vloggt viel und sie dreht halt viel. Sowas wie Dena, nur vloggen. Das ist ja auch low. Also nur Vlogs. Ja. Total. Obwohl das mich ja zum Beispiel anspricht. Also ich gucke Vlogs immer lieber, weil ich dann was aus dem privaten Leben mitbekomme. Klingt jetzt ein bisschen stalkermäßig, aber... Oh, da kannst du ja was von ihm erfahren, also noch ein paar Vlogs online. Echt jetzt? Ja. Cody spielt dazu. Generell ist es natürlich so, was YouTuber verbindet, ist eins... Ich mach nochmal diesen Move. Ja. Sie betreiben mittlerweile viel Clickbait auf YouTube. Das will ja bei YouTube angeblich auch dagegen ankommen irgendwie, ne? Die wollen ja auch dagegen setzen. Ach, als ob. Ja, weiß ich nicht. Was wollen die denn dagegen machen? Du müsstest ja auch Millionen von Videos, die pro Sekunde abgeloadet werden, müsstest du überprüfen. Das kann ja gar nicht funktionieren. Generell, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist halt, ich habe mir mal kurz das neueste Video von Katja aufgemacht. Man muss mal vor Augen halten. 800.000 Abonnenten. Ja. Und das Video ist jetzt 5 Tage online. Mhm. Das Ganze hat über 500.000 Klicks. Das ist in 5 Tagen fast 100.000 Klicks pro Tag. Und lass mich raten, da steht wieder irgendwas in der Überschrift, was überhaupt nicht im Video passiert. Ja, Vagina-Ex. Bitte was? Sein Bruder. Ja, aber nur Vlog ist ja auch nicht so. Weil beispielsweise von den ganzen YouTubern, bei den großen YouTubern, beispielsweise InScout, dieses alles klar, dieses Magenzeichen, was jeder hat. Oder bei Montana Black ist es ein Monster. Ich finde,
Das muss bleiben. Das muss wirklich bleiben. Das jeder E-Youtuber sein Markenzeichen. Moin Leute! Eine Flying Uwe. Soll ich noch kennenlernen? Flying Uwe macht. Lieber Boots jetzt. Nee, Boots. Ihr Bootser? Nee. Moin im Bootser? Irgendwie so bei Flying Uwe. Nein, Schokohasen, JP zum Beispiel. Ja, gut, das ist. Bei JP muss ich aber sagen. Oh, ich liebe diesen Typen. Ich würde ja auch heiraten. Ich würde auch schwul werden für. Er betreibt kein. Betreibt er eigentlich Clickbait oder schreibt er wirklich einen Titel? Nee. Der schreibt wirklich das rein, was er macht. Also ich. Wenn ich einen der ehrlichsten YouTuber der Welt nennen müsste, dann wäre es JP. Dann wäre es unter anderem auch Julian Bam, muss ich sagen. Weil ja. Da passiert auch genau das, was er reinschreibt. Er hat ja auch diesen komischen Diss-Track in Apo Red gemacht. Da hat er voll aufgeregt darüber. Also. Mit dem naja. Scope, ja. Das war aber geil. Mein Vater hat 26 Gänge. Das war auch cool. Also JP und Julian Bam würde ich da echt einer der ehrlichsten YouTuber aufzählen, die ich so kenne. Zum Beispiel bei JP ist halt das Gute, bei ihm ist es. Er hat neben YouTube noch eine weitere Arbeit und das ist halt seine. Er ist einfach mal ohne YouTube. YouTube könnte aussterben und ihm würde es nicht kümmern. Richtig. Vom finanziellen. Er ist davon nicht abhängig. Überhaupt nicht. Ich meine, ich kaufe mir auch so mal, wenn mein Motorblock kaputt geht, einen neuen Motorblock für den R34, glaube ich. Für ein paar tausend Euro so. Ja, paar 30.000 Pfund. Aber die Sache ist ja auch, er hat es ja auch verdient. Er hat was aus sich gemacht. Er hat eine riesen Firma. Er ist erfolgreich damit. Wäre YouTube weg, wäre er immer noch erfolgreich. Richtig. Er hat Kameramänner, er bringt jeden Tag ein Video raus, das muss er auch mal bringen. Und er geht sehr viel auf die Zuschauer ein. Voll. Er bringt, ich glaube, jede Woche. Und es gibt trotzdem Leute, die ihm irgendwas unterstellen, von wegen, dass er irgendwas nicht machen würde. Wo ich denke, ja komm, dich kannst du auch anzünden. Ich hätte jetzt mal so einen Vergleich zwischen deutschen YouTuber, bei den die großen deutschen YouTuber und den amerikanischen großen YouTuber. Beispielsweise, PewDiePie bei Norwegen, Schweden. Irgendwie eins von beiden, keine Ahnung. Englisch. Ey, guck den jetzt auch nicht so. Englisch. Auf jeden Fall Englisch, ne? Zähl ich jetzt einfach mal als amerikanischen YouTuber. Und wie gibt es da noch? KSI? Dude Perfect, das ist auch krass. Oder so, die, weiß ich nicht, über 10 Millionen Abos haben. Ja. Warum klappt es bei denen? Warum, vielleicht kann es sein, dass ich das jetzt nicht so mitbekomme, aber warum läuft bei dir nicht so ab, ja, like geil und ich hab dick Money und hast du nicht gesehen, aber uns Deutschen, da ist es komischerweise andersrum, da, ja, ich hab mehr Kohle und ich prall damit rum und damit. Weil es, glaube ich, den Deutschen zu schnell über den Kopf hinaus wächst, das glaube ich eher und vor allem ist es so, man, die großen Abonnentenzahlen, das ist logisch. Das englischsprachig hat ein viel großes Publikum. Ja, das ist klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Dude Perfect, 12 Millionen Abonnenten. Ja. Glaube ich, oder 13 Millionen Abonnenten mittlerweile. Und das eigentlich nur mit. Extrem erfolgreich. Vor allem Dude Perfect ist ja letztendlich, was ist denn das, eine Firma, die Actionsport betreibt? Ja, so Trickshot und so weiter. Ja, die haben ja mittlerweile ihre eigene Halle und so ein Blödsinn. Ja, aber die Sache ist ja auch die sagen auch, liked mich. Aber die sagen es nicht von wegen, ja, gib mir 50.000 Likes und ich mach nächstes Mal, stech mir den Kopf über den Eimer oder was. Keine Ahnung. Die machen. Übelst geiles Video und sagen dann, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Und sie geben offen und ehrlich zu, dass sie von zum Beispiel Nerf Guns oder wie das. Sehr sehen. Nicht übersehbar, aber an sich solche Geschichten. Und bei denen ist es natürlich so, sie machen es in jedem Video, so gut wie in jedem Video. Allerdings. Ist ja okay. Richtig, sie machen, sagen auch offen und ehrlich, dass sie betreiben diesen. Dass sie gesponsert richtig. Wurden. Und nicht versteckt, das macht Felix Bayer genauso. Und deswegen gucke ich immer noch gerne. Warum soll man das dann nicht annehmen? Zum Beispiel, ich habe auch, wie gesagt, viele Anfragen bekommen und Dreher, ich bin da in sehr guten Kontakt mit Voice Akustik, wie manche wissen. Und da habe ich mit Stefan auch drüber gesprochen. Ich so, ey, okay, ich teste deine Geräte, ich würde es gerne machen, ich kam ja auf die zu sogar. Dann kam man die auf mich zu von wegen, ja, coole Sache, machen wir es zusammen. Dann habe ich gesagt, ich mache das aber nur, wenn ich meine ehrliche Meinung sagen darf, wenn ich keinen Blatt vom Mund nehmen kann. Und er sagte zu mir, ja, was denn sonst, das ist selbstverständlich. So, und das ist viel zu selten. Die meisten sagen, mach das mal geil. Und Stefan, dann erwähnt, der hat gesagt, ja, was sollst du denn sonst sagen? Irgendwas lügen oder was? Hat er von sich aus gesagt, obwohl ich seine Produkte vorstellen konnte, sollte. Musste erstmal sehen. Das große Problem ist auch, oder Unterschied zwischen deutschen und amerikanischen YouTuber. Die Deutschen haben keine Einfälle und machen die ganzen amerikanischen Trends nach. Ja. Das stimmt allerdings. Wobei. Was? Achso, ja, mach du erstmal zu Ende. Nee, ich hätte ein neues Thema angeschnitten. Ja, ich auch. Ach, nicht zu lang. Die Folge wird viel zu lang schon. Egal, scheißegal, wir machen mehrere Folgen. Was haltet ihr von YouTube Gaming und im Vergleich zu Twitch? Oh, schwierig. Twitch ist, finde ich, persönlicher, möchte ich jetzt schon fast sagen. Persönlich, ich finde es schon cool, wenn es live ist. Ja, ich finde es auch cooler, wenn es live ist. Aber bei beiden Plattformen. Ja, ach so, du meinst jetzt einen Livestream bei YouTube und bei Twitch? Richtig, das okay. YouTube finde ich eigentlich total Schwachsinn, weil.
ist für mich kein Livestream. Du hast nicht so geile Einstellungsmöglichkeiten. Es ist irgendwie, ich finde es cooler, wenn es getrennt ist. YouTube ja. Upload-Plattform und nicht Livestream, obwohl ich auch mal überlegt habe. Aber du hast nicht die großen Einstellungsmöglichkeiten. Genau. Bei Twitch kannst du donaten. Ja. Manche übertreiben es damit. Volle Kanne, finde ich. Die kriegen einfach nur noch Geld in den Arsch gesteckt. Aber es gibt viele, die sagen auch, okay, so und so viel Prozent geht davon, spende ich da oder gebe ich dem, was weiß ich. Und so viel nehme ich für mich. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich kriege von YouTube ganz wenig Geld. Ich kriege was, aber nicht viel. Das steckt alles in Kamerazeug rein. Alles. Ich habe nichts für mich persönlich ausgegeben. Vielleicht einmal bei Meckes, ja, mein Gott. Hurra. Weißt du, aber es gibt ja so viel, was nicht in den Arsch stecken. Product Placement, er trinkt Volvic. Achso, er hält es zu, ne? Du bist oh ja, Product Placement. Oh, warte, pass auf. Du müsstest das direkt mal. Ey. Schneide ich auch nicht raus. Guck mal, bevor hier irgendjemand sagt, genau. Product Placement, pass auf, und guck mal hier. Ah nee, Product Placement, hier ist Gaffa von Advance. Oh, scheiße. So. Oh, jetzt hast du aber keinen Pfand mehr, alles überklebt. Ja, siehst du, wir machen kein Product Placement. Nee, finde ich Twitch mit dem Donaten ist an sich eine coole Sache, weil wenn es für einen guten Zweck ist, das ist geil. Das Geile ist, es wurde gesagt von einem Streamer, ich glaube letztes Jahr war das, er hat eiskalt gesagt, Donations müsste man ja nicht versteuern. Weil wer hat das gesagt? Irgendein bekannter Twitch-Streamer hat das gesagt. Dass man Donations von den Zuschauern nicht versteuern müsste, wenn man es hauptberuflich macht. Natürlich. Da müsste ich mal ins Gesetz gucken, weil es gibt ja Schenkungen. Ja. Und Schenkungen fallen nicht unter, müssen nicht versteuert werden. Richtig. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das als Schenkung gilt. Ich meine, an sich schon, weil du spendest ja was, aber Schenkungen gelten auch nur bis zum AGBs. Was ist denn, wenn du davon hauptberuflich leben tust? Von Donations? Richtig. Dann habe ich keinen Sinn im Leben. Also echt, wenn ich... Nee. Also, guck dir Anomaly an. Also der Typ ist komplett irre. Der kriegt so viel Geld in den Arsch geschoben. Ansonsten... Ich würde es aber mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können. So doof wie es klingt, aber ich will einen festen Beruf haben. Ich brauche was Festes, wo ich auch selber mich etabliere. Also, ich braucht dann immer sein, dass YouTube nicht mehr läuft. Was machst du dann? Der sitzt auf der Straße. Hast keinen gelernten Beruf? Dann kann Bibi aus ihrer großen Wohnung raus. Das Problem ist, dass es nicht passieren wird. Geleeboden baden, keine Ahnung. Das wird einfach nicht passieren, weil YouTube ist nun mal... Früher oder später wird es passieren. Wenn das so weiterläuft, dann wird es irgendwann passieren. Dann gehen wahrscheinlich alle zu meinem Video. Die haben irgendwann keinen Bock mehr auf den gleichen Scheiß. Ja gut, das kannst du so nicht. Aber jetzt das aufgeben, das glaube ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob du das Thema weiterverfahren wollt. Naja. Das ist so ein ganz lustiges Twitch. Thema. Ja, mach. Okay. Twitch haben wir mit dem Donation, das ist fast abgegeben. Den größten Dünnpfiff, den es auf YouTube neuerdings, das heißt neuerdings, gibt es bestimmt durch schon seit einem halben Jahr oder so, mega, dass die Bundeswehr bei YouTube ist. Was? Dass sie, weißt du nicht? Nee, tut mir leid. Ey, das ist ja der größte Dünnpfiff. Nur damit die Rekruten, nur damit die junge Menschen rekrutieren. Die rekrutieren, die wollen einfach nur junge Menschen rekrutieren, indem sie YouTuber, ein YouTuber werden, also sprich die ganze Bundeswehr. Die vloggen und die werben dafür. Genau. Die vloggen für YouTube und werben dafür, dass die sich rekrutieren. Ja, genau. Dass die junge Menschen rekrutieren. Ich sag mal so, über YouTube Werbung für die Bundeswehr zu machen, ist ja an sich nicht falsch, aber wahrscheinlich gut, aber ihre Art und Weise, wie sie es darstellen, ja, okay, das Leben das der Bundeswehr. Das weiß ich nicht, das habe ich nicht gesehen. Die sind jetzt bei YouTube. Ich hab's auch bei Snapchat geedet, gut. Die Bundeswehr? Ja. Da sind dann irgendwelche, lass sie Anfang 18 bis Mitte 20 sind sie und machen dann dort Vlogs. Weil so, ja, ich musste heute die Treppe mit einer Zahnbürste schrubben und hast du nicht gesehen. Und sowas kommt dann nur. Das kommt als Werbung zwischen den Videos, vielleicht siehst du es ja mal. Ja, es kommt als Werbung. Die machen auch richtige Videos drüber. Das Geile ist, ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, Rekruten ist ja mittlerweile vorbei. Weil sie ihre, ich glaube, 6 Monate oder so, oder 3/4 Jahr. Ja, 6 Monate. 6 Monate Grundausbildung jetzt durch haben, dann ist praktisch Rekruten vorbei. Das Geile ist, in diesen 6 Monaten war die neueste Folge der Rekruten immer von 1 bis maximal 10 in den YouTube-Trends. Obwohl es nicht so viele Klicks hat. Das Ganze wurde so hart eingekauft bei YouTube Deutschland, das ist unglaublich. Es muss einfach eingekauft sein. Was anderes kann also es gar nicht sein. Wenn sowas schon passiert, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die YouTube-Trends mit irgendwelchen Algorithmen arbeiten. Dann kannst du dich garantiert da einkaufen. Ja, natürlich. Wie sonst so ein Video auf 1 bis 10 in die Trends kommen, das... Das war immer in den Trends in diesen 6 Monaten. Das ist total krass. Logischerweise nur in Deutschland, weil deutschsprachiges Video, aber... Ne?
Was auch noch halt dazu kommt, die stellen das Leben in der Bundeswehr, diese Grundausbildung, komplett bescheuert dar. Mein Arbeitskollege, dann ein guter Freund von uns, die waren alle beim Bund. Hm. Die haben diese Grundausbildung durch, die haben verschiedene Laufbahnen durch. Sie haben alle gesagt, das ist totaler Schwachsinn, wie es dargestellt wird. So locker möchte ich das jetzt nicht nennen, aber es wurde schon sehr vereinfacht dargestellt. Im Gegensatz zum echten Leben. Verharmlost. Verharmlost, danke. Na klar, weil sie mehr Leute brauchen wahrscheinlich. Richtig, ja. Sie wollen, sie wissen ganz genau, gut, alles klar, junge Erwachsene haben wir wieder das Thema, schauen YouTube, weil es kein, die schauen einfach kein Fernsehen mehr. Versuchen wir die mal einfach anzuwerben. Mal gucken, was passiert. Genauso, dass die Bundeswehr generell auf der Gamescom ist. Was hat die Bundeswehr mit der Gamescom zu tun? Halte ich extrem für extrem riskant, auch für, gerade für die Image. Die kacken sich da gerade selber ins Knie. Natürlich. Also nur weil sie da einen fetten BTR oder sonst was hinstellen. Ich will mich doch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich weiß jetzt nicht genau, was ich von halten soll. Ich bin da echt gerade so gespalten. Das ist echt ganz komisch. Es ist auch ein sehr schwieriges Thema, das ist schon richtig. Aber man muss halt offen drüber reden, finde ich in meiner Augen. Ja, auf jeden Fall. Man könnte theoretisch sogar so solche Themen nochmal echt eine extra Folge irgendwann mal machen. Kann man dann vielleicht mal dann später machen, nächste Woche oder was, irgendwie Studio aufbauen, das geht ja auch. Dann kann man nochmal darüber reden. Und nächstes Mal wird auch Marlene dabei sein. Die hat auf jeden Fall, was solche Sachen angeht, auch ziemlich viel Plan. Wir machen dann, wie gesagt, daraus mehrere Folgen. Wahrscheinlich haben wir aus der Folge schon Part 1 und 2 gemacht, weil sonst wahrscheinlich nicht jemand... Es schreckt ja auch die Leute schon ab, wenn da steht, das Video geht eine Stunde 30 oder was weiß ich. Ja. Deswegen werde ich wahrscheinlich dieses Video auch ein paar Parts aufteilen. Aber im Grunde würde ich sagen, machen wir hier erstmal Schluss. Genau. Ich muss sagen, es war trotzdem an sich eine sehr coole Gesprächsrunde. Vielen Dank auch an euch beiden auf jeden Fall. War super, super cool, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben auch jetzt die Wünsche der Kommentarschreiber, sage ich mal, erfüllt. Die wollen es ja unbedingt wissen, was wir davon halten. Und ich bin nicht freiwillig hier. Ja, ich auch nicht. Geld machen wir nachher. Nee, aber trotzdem, an sich war es eine sehr coole Sache. Danke euch, Jungs. Bitte. Hoffentlich und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ihr läuft ja auch. Das muss reinschreien. Die Endcard. Wenn jetzt der Ton nicht aufgenommen ist, heul ich. Also Marc ist auf jeden Fall, wenn er